Die meisten von euch waren bestimmt schon mal auf einem großen Event, wo sie mit vielen Leuten und lautem Lobpreis Gott begegnet sind. Und wir feiern solche Events. Genauso feiern wir es aber, dass es auch ganz andere Formate gibt, um Gott näher zu kommen. So gewinnen aktuell Entschleunigung, Achtsamkeit und Innehalten ganz neu an Bedeutung, was kein Wunder ist in unserer schnellen und lauten Zeit. Wie gut, dass der christliche Glaube zu diesem Thema so viel Wertvolles zu sagen hat. Und aus diesem Grund haben wir das Laienkloster ins Leben gerufen. Das Laienkloster ist ein Wochenende für junge Menschen, wo wir uns zusammen viel Zeit nehmen, um vor Gott zur Ruhe zu kommen und ihm in der Stille zu begegnen. Das Ganze findet in einer kleineren Gruppe statt, in einem gemütlichen Haus, direkt neben einer Kirche, mitten in schöner Natur. Der ideale Ort also für ein solches Wochenende. Wann solltest du dich fürs Laienkloster anmelden? Du solltest dich fürs Laienkloster anmelden, wenn du erstens Sehnsucht hast nach ablenkungsfreier Zeit, wo du Gott begegnen kannst. Wenn du zweitens nach Anregungen suchst, die du in deinen persönlichen Alltag mit Jesus integrieren kannst und darum drittens bereit bist, alte geistliche Übungen neu zu entdecken und anzuwenden. Für mich persönlich ist das Laienkloster gleichermaßen Abenteuer und Herzensanliegen. Ein Abenteuer, weil es meines Wissens nach kein vergleichbares Angebot für Teenager gibt. Ein Herzensanliegen, weil ich selbst erfahren durfte, was für ein Schatz es ist, Gott in dieser ruhigeren Form näher zu kommen. Und diesen Schatz wollen wir mit euch teilen. Bist du ihn bereit, mit uns zu heben? Musik.